vier Bäume und ich wohne in Zappendorf im Saalkreis oder Saalekreis allerdings und lebe hier seit, ich weiß nicht, schon seit 17 Jahren oder so und bin Gestalter, Künstler, Grafiker, Designer, so ein sehr breit gefächert Maler. Also das Feld der Kunst sozusagen ist meins. Also es gibt so einen schönen Beitrag von Rilke, das sind die Briefe an einen jungen Dichter, das ist glaube ich so auch 1925 veröffentlicht worden, also an Franz Xaver Kappus und das ist so ein Gymnasiast, der schreibt dem Rilke immer Gedichte und der Rilke schreibt ihm immer zurück, was er nicht machen, was er machen kann und da gibt es so einen Satz, der hat mich also vor vielen Jahren total berührt, der schreibt Rilke an den Franz Xaver Kappus, warum er denn das schreibt. Also genau die gleiche Frage, bloß eben anders spiegelbildlich von Rilke an den jungen Dichter gestellt. Und dann schreibt der Franz Xaver Kappus zurück und das hat mich total umgehauen, was sowas gibt, so eine Klarheit in der Positionierung, warum man sowas tut, weil er nicht anders kann und ich kann nicht anders. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwo etwas anders zu tun. Also ich brauche diesen Bereich, also das ist für mich der hochschöpferischste Bereich, also im Leben. Und denke, da bin ich total zu Hause. Eine Trennung fällt immer schwer. Und besonders bei wirklich langfristigen Geschichten oder so, das wegzugeben, das ist nicht einfach. Es fällt mir eigentlich jedes Mal schwer zu sagen, okay, jetzt raus damit oder so, das geht gar nicht, weil die Dinge sind so geformt oder formuliert. Und dass man dann jedes Mal sagt, okay, jetzt gibt man das weg und dann ist es eben in anderer Hände. Das ist immer ein Prozess, der so eine Ablösung, Abnabelung bedeutet. Also am schlimmsten war es bei einem ganz großen Auftrag, den ich mal hatte, der ging über ein Dreivierteljahr. Da bin ich sogar immer noch hingefahren, habe von Weitem geguckt und gesagt, das war so eine Art Baby oder so, was man gehabt oder gemacht hat oder wie auch immer. Und dann war es plötzlich weg und andere haben es sich angeguckt, schön, und haben sich auch gefreut, Riesending. Aber das ist manchmal ziemlich heftig, weil das ist ja Lebenszeit, gelebte Lebenszeit. Und die, wenn man besonders intensiv ist, dann wird das jeder verstehen können, dass das nicht einfach ist, einfach nur so. Ich weiß nicht, wie es später wird, aber ich hoffe nicht, dass ich mal so abgepult bin, dass mir das völlig egal ist. Also es ist immer irgendwo so ein Ding, wo ich sage, okay, jetzt ist ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr vergangen. Also wie gesagt, es ist immer so ein sehr differenziertes Betrachten dann. Also die Zeit, in der wir leben, das ist ja nun wirklich so, außer Laubsägearbeiten geht eigentlich alles. Und die Techniken, die ich anwende, sind im Grunde genommen sehr gesteuert von dem, was ich denke. Das heißt, erstmal ist es eine Gedankentechnik. Und nachdem Gedankentechnik möglich ist, kann man eigentlich alles, was alle Möglichkeiten, ob das nun ein Computer ist oder ob das eine Schere ist oder wie auch immer, spielt eigentlich keine Rolle, weil die Umsetzbarkeit dessen, was Kunst ist, also eine Gedankenform ist ja erstmal das, der erste Punkt, was Kunst widerspiegelt, dass ich mir im Klaren bin, wie rein ist das oder wie verworren ist das oder so. Und dann ist mir das eigentlich völlig wurscht, was ich für eine Technik nehme. Was natürlich am schönsten ist, ist Malerei, freie Malerei, aber das sind einfach Anforderungen, wo ich sage, es gibt sich eben hier oder da, ist es eben notwendig, das so oder so technisch umzusetzen. Was mich eigentlich interessiert, sind nicht nur Inhalte, sondern auch die Symbiose zwischen Inhalt und Form. Das sind ja immer so die beiden Sachen, also dass sich die einander bedingen. Das bedeutet, dass wenn ich Inhalte, ja, Landschaft, das ist sehr schön, aber wenn ich sage, okay, ich gucke mir Formen an und das ergibt sich auch, dass aus Formen Inspirationen entstehen, insofern kann ich sagen, es ist für mich immer durchdrungen von beider Seiten, also von Inhalt und Form. Ich glaube, so eine Selbstreflexion, die steht einem gar nicht zu, weil das können eigentlich nur andere beurteilen, was das Besondere ist oder so. Ich denke mal, das, was ich für mich besonders so sehe, ist, dass ich nie irgendwo was reproduziere, was ich tue. Das tue ich immer wieder neu, tue es immer wieder anders, überrasche mich selber. Das heißt, ich mache es mir auch extrem unbequem und schmeiß die alten Sachen weg oder mental so weg, dass es also eine Bedingung ist. Das ist eine Grundbedingung bei mir. Allerdings muss ich sagen, dass es manchmal sehr hilfreich ist, auf alte Sachen auch wieder zurückzugucken und zu sagen, Mensch, was hast du denn hier mal gemacht? Weil es sind durchaus dann auch wieder Überraschungen, man erinnert sich oder sagt, das hast du völlig vergessen, verdrängt, das, so hast du mal angefangen, das sind durchaus super Ansätze. Also insofern, für mich spielt immer die Überraschung eine große Rolle, dass ich sage, okay, ich denke es anders als derjenige, der zum Beispiel, wenn es Auftraggeber sind, denken würde.
und mache daraus eigentlich was, ja, was der so nicht erwartet hat. Ich glaube, wenn man so die Regionalität, das ist natürlich immer so ein Problem für jemanden, der ein Freigeist und der sich vor allen Dingen nicht als Zappendorfer, ich lese das manchmal so in der Presse, da steht immer Zappendorfer Künstler, denke ich mir so, aber hallo, ihr seid, könnt froh sein, dass ich in Hamburg bin. Also das geht ratzfatz, dann ist man einfach in Hamburg, weil da sind einfach die besseren Kontakte, da sind die Kollegenkreise, da hat man die Aufträge, die besseren Aufträge, das ist einfach so, die bessere Bezahlung, das interessiert mich nicht so sehr, aber was mich interessiert hier und deswegen bin ich hier, ist einfach mal ein extrem großer Freiheitsgrad. Also hier ist eben viel Luft, viel Land. Das finde ich zum Beispiel im Gleichnis oder Bild und Gleichnis mit Hamburg gar nicht. Ja, da bezahle ich für so ein, was weiß ich, für eine Mickerwohnung einen Preis, wo ich sage, dafür kann ich hier 4 Wohnungen anmieten oder 4 Ateliers. Das ist der erste Punkt, also der Freiheitsgrad. Das, dann sind es natürlich die Menschen, also die Klarheit der Menschen, die Einfachheit teilweise. Also ich liebe das, wenn ich mit meinen Leuten hier rede oder so. Das sind so klare Leute, also selbst wenn sie noch nie ein Buch im Leben gelesen haben, aber die wissen alles. Also die wissen es und die kennen es und das, ich liebe das einfach, dass das auch geht. Dann gefällt mir das Land sehr gut. Also wir haben hier so eine kleine Toskana vor der Tür. Wir haben hier unglaublich viel Geschichte. Also das passt alles sehr gut zusammen. Und natürlich könnte man jetzt überlegen, ich komme gerade aus Asien, ob man nicht einfach mal ein halbes Jahr irgendwo hingeht. Aber Austauschbarkeit, sagen wir mal, von Wurzeln, das ist schwierig. Also ich denke, da bin ich einfach zu verbunden, als dass ich sage, jetzt verkaufen wir die ganze Bude und ziehen weiter oder so. Das hat was mit, ich denke, mit Gemüt zu tun. Und bei dem rauen Alltag, den ich jetzt seit vielen Jahren habe, ist das genau der Pool, wo ich mich wieder ausbaumeln kann, erholen kann und zur Ruhe komme. Ich denke, das ist so die Philosophie, warum ich überhaupt hier bin an dem Ort. Dass ich was zurückbekomme von der Natur, von den Leuten, nur von der Örtlichkeit dieses Bauernhofs zum Beispiel. Ist eine Gnade, sowas heutzutage zu haben. Also das ist schon ein Wert, ein großer Wert. Mein Name ist Ursula Kirsch. Ich bin von Beruf an sich Diplomchemiker und habe auch viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Gemalt habe ich schon immer und habe auch seit Ende der 70er Jahre zusammen mit meinem Mann ausgestellt in Galerien, vorwiegend im Raum Halle. Als ich dann aus gesundheitlichen Gründen meinen Beruf aufgegeben habe, habe ich das dann zu meinem Hauptberuf gemacht, die Malerei. Habe auch die erforderlichen Berufsgenehmigungen da vom Verband Bildender Künstler bekommen. Und da ging das dann los, dass ich in Galerien ausgestellt habe, dass Leute dann auch zu mir oder zu uns gekommen sind und Arbeiten sehen wollten und auch gerne erwerben wollten. Ja. Momentan arbeite ich an kleinformatigen Ölbildern. Das ist vor allem Ölmalerei auf Holz. Dann arbeite ich weiterhin an Broschen, ein Holzbroschen, die ich mit Ölfarbe bemale und die dann mehrfach lackiert werden und an Grafik, speziell Kaltnadelradierungen. Ich mache Kunst. Früher habe ich es nebenbei gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und jetzt mache ich Kunst, ja, weil es meine Tätigkeit ist, weil ich Verpflichtungen auch Galerien gegenüber habe, die ausstellen wollen oder Arbeiten von mir ausstellen wollen und weil auch Leute kommen, die sich was bei uns ansehen möchten und was haben möchten. Ja, ich trenne mich oft schwer, vor allem von den kleinen Bildern. Wenn ich die dann aber einmal zur Ausstellung gebe, muss ich ja damit rechnen, dass die jemand erwirbt. Und dann tut es mir manchmal schon leid, aber andererseits freue ich mich dann auch, wenn es woanders ist und andere Leute das dann sehen. Ja, die Inhalte meiner Bilder sind hauptsächlich Beziehungen zwischen Menschen untereinander oder Menschen alleine für sich. Das kommt durch den Alltag, durch Leute im Alltag, durch Nachbarn oder Freunde
oder auch bei Feiern oder wenn man unterwegs ist in Gaststätten, in Cafés Leute sitzen sieht oder denke ich, ach, so könnte ich es mal machen. Oder ja, das ist eigentlich so. Meine Inspiration kommt, wenn ich irgendwo was sehe und denke, ja, das könnte für mich ein Thema sein. Und wenn ich dann einmal angefangen habe, der Anfang ist meistens am schwersten, aber wenn man dann einmal den Anfang gut gekriegt hat, dann treibt es mich schon ins Atelier, weil ich es gerne fertig haben möchte oder weil manchmal auch ein Termin dann dahinter steht, dass jemand das bestellt hat oder eine Ausstellung, ein Ausstellungstermin. Also wir sind vor 15 Jahren von Halle hier nach Friedeburg gezogen, weil wir ein Haus gesucht haben, in dem wir arbeiten und gut leben können und in schöner Natur. Und da haben wir dieses Haus hier gefunden. Und ich möchte nicht wieder zurück nach Halle, weil wir hier viel Ruhe haben. Und wer uns besuchen möchte, der findet uns auch. Und hier im Ort ist es schön, man kennt die Leute und es gibt auch gute Beziehungen der Menschen untereinander. Und gehen auch gerne runter zur Saale, eben um zu spazieren oder mal auszuspannen. Also ich bin Andreas Freier, bin hier in Kaltenmark seit über 20 Jahren und bin Stahlbildhauer. Als letztes habe ich jetzt ein paar Broschen, ich nenne es einfach Broschen, gemacht. Also farbige Teile zum an die Wand hängen. Oder was da drüben steht, das nenne ich Höhle der Löwen. So soll es mal heißen, und das ist in Stahlblech zusammengeschweißt und wird dann nur farbig, starkfarbig. Und besonders innen finde ich interessant oder ungewöhnlich die Innenansicht. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen größer sein könnte, aber kann ich mir irgendwie nicht leisten. Ja, eigentlich arbeite ich doch schon im Hintergrund, dass es nicht für mich ist. Ja. Also ich versuche immer möglichst einen Inhalt rauszulassen. Also keine Geschichte zu erzählen, sondern einen Gegenstand, der von sich aus existiert und dadurch, dass er da ist, eben irgendwas bewirkt oder eben eine Stimmung auslöst oder einen Ort definiert oder verändert. Naja, ich denke mal, das Material so zu verändern, dass man es nicht mehr unbedingt erkennt, das ist vielleicht ungewöhnlich. Ja. Es ginge sicher auch woanders, aber ich fühle mich ganz wohl hier. Also mir gefällt die alte Geschichte, dass die Landschaft, Natur nicht so in der Stadt mittendrin, das finde ich schon ganz gut. Ist das so eine Brosche, meine neueste Erfindung? Und ich werde da auch wahrscheinlich ein paar mehr von bauen und wahrscheinlich auch mit verschiedenen Farben. Vielleicht auch eins richtig poliert wie im Rennauto von vorhin. Und wichtig ist auch für mich, wie das hinten aussieht. Es ist also jetzt steiblich verzinkt und dann haben wir ziemlich Waffel gemacht wegen der Befestigung, dass das ein bisschen Abstand hat von der Wand. Und dann habe ich so eine Kugel mir ausgedacht und so zum Anhängen, dass man das dann auch drehen kann, das ganze Ding. Und ich kann mir auch vorstellen, mehrere an einer Wand, dass die so ein bisschen wie Flundern oder Blätter, je nachdem, was man gerne hat und so weiter. Und dann ist es immer relativ großer Aufwand. Und was dann eigentlich richtig Spaß macht, ist das Anmalen. Das kann man so sehen, dass man das in einem Zug macht oder man kann sich ewig fertig machen. Und das werden wir jetzt sehen. So. Das ist aber sehr blau, das macht nichts, das kriegen wir noch.
irgendwie. Oh. Sie ist völlig anders als die Planung. Aber wir lassen es erstmal so. Ich heiße Iris Bodenburg und ich bin Kunstmalerin und lebe und arbeite hier in Lieskau. Kunst ist Leben und gibt die Möglichkeit, einfach frei zu sein und zu schöpfen und jeden Tag so zu nutzen, wie es für einen gut ist und auch ja, für die Kreativität gut ist und auch für die Seele gut ist. Eigentlich arbeite ich nach dem, wie ich fühle und was mir Spaß macht. Und ich finde, das ist ein Geschenk eigentlich, dass man jeden Tag tun kann und lassen kann, wie es einem gefällt und was einem Spaß macht und was einem wichtig ist. Also fast ausschließlich die Natur interessiert mich. Also in meinen ganzen Arbeiten lasse ich, soweit es geht, den Zeitgeist weg. Ich habe mich jetzt auf Aquarell, ausschließlich auf Aquarell konzentriert. Und da benutze ich besondere Papiere, japanische und Papiere aus dem Himalaya. Das sind reine Pflanzenfasern, die ungeleimt sind, die Papiere, sodass die Papiere fließen. So als wenn man Wasser, farbiges Wasser auf das Papier setzt, auf die Pflanzenfasern, entsteht plötzlich ein Prozess des Fließens und des Schöpfens. Und da habe ich jetzt entdeckt, wenn man zum Beispiel Pflanzenblüten malt, dass wenn man den Pinsel ansetzt und je länger ihn man dranhält an die Faser, fängt es an, dass sich die Blüte öffnet von ganz alleine. Im Prinzip bin ich so weit, dass ich eben Lebendigkeit, Bewegung, Atmung und auch Gerüche darstellen kann. Also ich zwinge mich nie zu irgendeiner Arbeit, es sei denn wirklich, wenn ein Auftrag ist, Porträtauftrag, und der muss am Tag X abgegeben werden. Das finde ich manchmal ganz gut, dass man auch Termine einhalten kann. Aber ansonsten warte ich auf die Stimmung, so ähnlich wie ein Zen-Buddhist. Ich bereite vieles im Kopf vor, in Gedanken vor, sodass jeder Strich dann auf Anhieb sitzt, weil auf den Papieren gibt es keine Korrekturmöglichkeit. Wenn ich jetzt mit Pinsel und Wasser arbeite, gehe ich meistens auch so ran, dass es fast kalligrafisch aufs Papier gesetzt wird, wo wirklich jeder Strich zählt. Ansonsten wird es ein undefinierbarer Fleck und hat keine Kontur mehr. Und ja, das ist Übung über viele Jahre, was sich jetzt herausgebildet hat, dieser Umgang mit diesen fließenden Papieren. Und wenn man besonders an Bildern hängt, finden komischerweise auch gerade Betrachter an den Bildern gefallen, sodass sie die früher oder später erwerben möchten. Und ich meine, ich verkaufe die Bilder nicht anonym und ich weiß, wo meine Arbeiten sind. Und wenn jemand das so sieht und fühlt, dann gebe ich die Bilder gern weg. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, des Berufes, dass man das nicht nur so macht, sondern ich möchte ja davon leben irgendwo. Und damit ist es eigentlich auch gut, dass Leute, die meine Bilder kaufen, die kaufen, weil sie ihnen gefallen und nicht aus Investitionsgründen. Ich glaube, um die Herzen zu begreifen oder Gefühle der Menschen zu wecken, braucht es nicht großartige Themen, sondern die einfachsten Dinge im Leben,
die erreichen eigentlich jedes Herz über alle Jahrhunderte. Wie ein schönes Porträt oder eine Landschaft oder was ich in letzter Zeit viel gemalt habe, Stierkampf, eigentlich die Kraft der Tiere. Und da waren meine Modelle Stiere und Pferde, wilde Pferde, die durch Flüsse laufen oder Vögel, die fliegen. Also im Prinzip dieses Arbeiten an ewigen Jagdgründen, an unberührter Natur, an Perfektion, an Ganzheit, an Heilheit, an Harmonie. Und ja, das ist eigentlich mein Bedürfnis, ein vollendetes Bild zu schaffen. Also dieses Naturschutzgebiet an sich hier, das haben wir uns auch so gewählt, hier zu leben, weil ich bin kein Stadtmensch. Ich hatte eine kleine Ausbildung noch in China, in Nanking, sodass ich dieses fernöstliche Flair mit dem Gebiet, wo ich wohne und lebe, versuche in Einklang zu bringen. Im Prinzip ist wichtig, dass ich selber mein Umfeld gestalte. Und das habe ich jetzt in diesem Jahr gemacht, so ähnlich wie es der große Maler Monet gemacht hat, der zur Hälfte seines Lebens Maler war und zur Hälfte seines Lebens Gärtner. Also wir sind hier aufs Land gezogen, wo eigentlich nur Ackerfläche war. Und ich habe mir den Garten so urwüchsig aus dem Nichts heraus geschaffen, dass jede Pflanze, jeder Samen, den ich da reingesteckt habe, eigentlich wie ein Wunder der Natur mir vorkam, weil das jetzt alles wächst und gedeiht und sprießt. Das ist natürlich kein normaler Garten, sondern ich habe das so versucht anzulegen als Landschaftsgarten. Und in diesem Jahr ging meine Aufmerksamkeit Richtung Wassergarten. Also mein Leben hat in letzter Zeit ganz viel auch mit Wasser zu tun. Und so bin ich halb Maler, halb Gärtner. Aus der Stadt rausziehen, das gibt einem eigentlich die Möglichkeit, sich irgendwo zu finden. Ja. Und der Garten ist nie vollendet. Erst an dem Tag, wo ich nicht mehr hier bin, kann man sagen, so weit habe ich es gebracht. Mein Name ist Ute Kirstein. Ich habe hier die Spinnstube in Bernburg in Waldau und wohne seit 10 Jahren hier und habe eine traumhafte Tätigkeit. Ja, momentan, da Sommer ist, heißt das, ich habe viel Wasser zur Verfügung. Ich färbe im Moment viel Wolle. Also das Spinnen und Weben und Filzen ist nicht so aktuell im Moment, sondern draußen die Tätigkeit im Garten und das Färben von Wolle. Ich mache keine Kunst, ich mache Handwerk und hoffe, dass ich gutes Handwerk mache. Kunst, das müssen andere entscheiden, aber das glaube ich nicht, dass das Kunst ist. Das ist Handwerk und den Anspruch habe ich eigentlich auch nur. Ich mache Handwerk, weil es meinem inneren Drang entspricht, mit meinen Händen etwas herzustellen, etwas schön zu machen, etwas auch zu experimentieren und ja. Ich bin in der Beziehung sehr unruhig, also ich muss immer irgendwie eine Veränderung haben. Und das treibt einen dann auch dazu, dass es, ob das nun jetzt hier Handwerk in meinem beruflichen Feld ist oder ob das zum Beispiel eine Gartengestaltung ist oder eine Zimmergestaltung, also das ist schon alles auf einer Ebene für mich. Wenn man
an einer Tätigkeit sehr lange arbeitet, und das sind ja oft so ganz stupide Tätigkeiten, wenn man zum Beispiel ein feines Gestrick hat, woran man sehr lange strickt, dann trennt man sich ungern, wenn es denn schön geworden ist. Klar. Ich experimentiere mit vielen Techniken. Alles, was zum Thema Wolle gehört, wird irgendwie ausprobiert. Ob ich webe, ob ich filze, ob ich stricke, ob ich häkle, ob ich auch dazu lerne, dass es zum Beispiel Tätigkeiten gibt, die es vor dem Stricken gab, die zum Beispiel auf historischen Märkten gezeigt werden, so wie Nalbinding, was ich vorher nie gehört habe, dieses Wort, ne? Das probiert man dann eben. Also alles, was zum Thema Wolle gehört oder auch Stoffe, ich nähe auch, also wird schon irgendwie versucht umzusetzen. In verschiedene Richtungen auch. Also nicht, dass man sagt, ja, Wolle stricken, Wolle häkeln, Schluss. Sondern man kann mehr mit Wolle machen. Inhalte sind es nicht unbedingt. Es ist wirklich Experiment, und es geht darum, ja, etwas herzustellen, was für den Menschen schön ist oder was er gut gebrauchen kann. Also Inhalt, dass ich jetzt sage, ich habe ein bestimmtes Motto, habe ich nicht. Nein, kann ich nicht sagen. Also Inspiration habe ich sicherlich von meiner Mutter bekommen. Ja, meine Mutter, die macht auch ganz viel Handarbeiten, bis hin zu Klöppeln, was ich zum Beispiel nicht lernen würde, erst wenn ich 300 Jahre alt bin. Dann denke ich darüber nach. Aber das ist mir praktisch schon in die Wiege gelegt worden. In diesem Ort wäre ich sofort austauschbar. Ich habe von dieser Stadt hier irgendwo kein Echo. Also das ist wie ein Fremder. Mich kennt man woanders, aber nicht hier. Ja, obwohl ich manches Mal so in der Zeitung versucht habe, was zu machen. Aber was, hier gibt es eine Spinnstube? Das ist also nicht drin. Also Bernburg ist da völlig extrem. Und deswegen, ich bin eigentlich auch fast nur außen unterwegs. Ich versuche zwar, jetzt letztes Mal war eine Schulklasse bei mir mit 40 Kindern, habe ich mich echt gefreut, dass das mal wenigstens einmal, vors Jahr war mein Kindergarten hier, aber man hat hier von der eigenen Stadt keine Reaktion. Ich würde jederzeit auch gerne zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen, wo das ein bisschen anerkannter ist. Also ich merke das, wenn ich auf Märkten bin, das ist ein anderes Umgehen mit den Leuten. Hier ist man irgendwie. Also, mein Name ist Bernhard Michel, wohne in Wallwitz im Saalkreis oder im Saalekreis und male meine Bilder hier und mache Hausarbeit und Ähnliches. Warum machen Sie eigentlich Kunst? Und da wissen wir schon von anderen und von den Vorderen, dass man nicht so genau weiß, warum man Kunst macht, aber dass es möglicherweise eine Sprache ist, also das Malen, was einem am meisten liegt. Und da ich als Kind ein Stummer war, also fast stumm, und mich nicht ausdrücken konnte und das einem auch nicht beigebracht wurde, hat man eben gezeichnet. Kunst, ob das Kunst ist, weiß ich nicht, das sagen dann andere vielleicht, also ein Kunstwissenschaftler behauptet dann, es wäre Kunst, also ich würde das nicht für mich in Anspruch nehmen, ohne weiteres. Also es könnte, ob das jetzt, es kommt nur darauf an, ob es für mich ein Erfolg ist, so ein Blatt oder ein Stückchen weiterkommen vielleicht in einem Blatt oder in einer Arbeit. Und dann, meistens schafft man es ja nicht. Man ist dann immer ein bisschen enttäuscht, man schafft es nie, 100% gibt es nicht. Und dann sagt man, dann mache ich eben beim nächsten Bild das besser. Und so entstehen dann immer weiter Bilder. Und aber warum man es eigentlich wirklich macht, es ist eben eine gute Möglichkeit für mich, mich auszudrücken. Hoffe ich. Für den Verkauf ist überhaupt kein Bild bestimmt, sondern es ist eigentlich nur dazu bestimmt, bei mir an der Wand zu hängen. Aber wenn man Geld braucht, muss man etwas verkaufen. Also bestimmt ist es nicht dafür. Und trotzdem trenne ich mich auch nicht mit schwerem Herzen von dem Bild,
weil ich genug Bilder, erstens habe ich genug Bilder und mache auch ständig neue. Und ich gebe es auch gerne weg, wenn so jemand, was gibt es Schöneres, jemandem gefällt das und er will von mir einen Teil haben, dann ist das eine wunderbare Sache. Ne? Und wenn er dafür noch ein bisschen Geld hinlegt, kann man sich sehr freuen. Ne? Das sage ich immer aus Spaß, ein Bild gegen das andere Bild. Ich meine jetzt das Bild auf dem Schein, ja, auf dem Geldschein. Und da freut man sich sehr. Ja. Also das Herz, das jubelt eher, denn also wie manche behaupten, dass Geld nichts wert wäre oder nicht glücklich macht, kann ich nicht behaupten. Also wenn ich mal, dann kann ich mal einen kleinen Mal Blumenstrauß kaufen und sonst was machen, ja, was man sonst nicht immer kann. Ja. Ja, also ich komme also immer mehr dazu, dass Inhalte nicht so sehr wichtig sind. Das ist die berühmte Sache mit dem Topf, was ist wichtiger, die Form oder der Inhalt. Also beides bedingt sich natürlich, das weiß auch jeder, der damit was zu tun hat und andere auch gefühlsmäßig. Aber es ist schöner an sich mit denen zu spielen, ja, dass man einfach mal ein Bild anfängt mit dem Strich und dann noch einen Strich macht und dann geht ja schon was los. Dann ist entweder eine Tangierung oder eine Verbindung oder eine Kreuzung. Und der dritte Strich ist schon total Wahnsinn. Also da gibt es schon Beziehungskisten, die sind also unermesslich. Und umso mehr Striche, umso mehr Beziehung der Striche, ne? Also plus mal Striche. Da spielt der Inhalt, also der Inhalt ist nur wie eine Haut vielleicht noch, die dann drüber geschmissen werden könnte. Woher kommen Inspirationen? Ja, die kommen eben aus allen Erlebnissen, die man pro Tag hat oder auch lange Dinge, die immer wieder passieren und sich speichern in einem und dann plötzlich mal herauskommen. Ja, das ist, der Mensch ist ja wie so ein Akku und ein Speicher, ist ja wirklich so. Und das kann Jahre dauern, bis mal was plötzlich zutage kommt. Ne? Naja, alles, was um mich herum ist, ist eigentlich Inspiration. Wenn man in der Lage ist, also so, wenn man gut drauf ist, also dass man es erfassen kann. Ne? Aber es ist ja auch, durch Inspiration kommt auch aus Schmerz und der Tod des anderen und allem, es ist alles Anregung. Letzten Endes ist es nur Anregung. Ja? Was treibt mich? Was treibt mich? Was treibt mich? Das ist schwierig. Weil das so normal geworden ist über die Jahre, ja, dass man, also das ist Routine, also das ist einfach, man hat keinen anderen Weg. Ne? Das ist eben wirklich so, wie ein Arbeiter in der Werkstatt geht, auch nicht immer nur mit riesiger Freude, mit Jubel, aber so ganz gerne schon. Ja. Denn hier guckt man schon mal aus dem Fenster und sieht was Schönes und die Jahreszeiten. Mein Nachbar, der vorbeigeht, ein kleines Schwätzchen machen. Ja, das treibt mich. Nichts Besonderes, nicht irgendwelche dramatischen Dinge, ne, die dann finden ja auch nicht statt hier. Ja. Ich würde gerne mal ein halbes Jahr sonst wo irgendwo wohnen, mit dem Finger auf die Landkarte, blind, auf und zu, drauf tippen und da fährst du eben einfach hin. Und alleine am besten. Und dann eben mal richtig auch wieder arbeiten, Leute kennenlernen. Aber das ist eben alles auch teuer. Ne? Muss nicht sein, aber das ist auch so ein Traum. Ja, das ist ach, hau ich einfach mal ab, dieses Abhauen. Ja, das Bedürfnis auch mal abzuhauen. Glasgestalterin und jetzt ansässig in Wallwitz, Saalkreis. Ja, ich weiß nicht, ob es Kunst unbedingt sein sollte, Kunsthandwerk. Es war mein Ziel, Kunsthandwerker zu werden.
Ein Inhalt, sagen wir mal, ein Thema ist eigentlich das Glas. Alles, was mit Glas zusammenhängt. Wie gesagt, mit dieser Glasmalerei, mit der musivischen Technik hat das angefangen. Das ist ja eine Flachglasgestaltung. Dazu kommt jetzt auch verstärkt Weißverformung im Ofen, so diese Fusing-Technik. Fusing heißt dann verschmelzen. Und die letzte Sache, die ich angefangen hatte, ist direkt Arbeit am Brenner. Das sind Glasperlen, kleine Glasskulpturen, die am Brenner direkt mit dem heißen Glas entstehen. Also, wie gesagt, das Thema Glas, die Glasgestaltung. Besonderes kommt eigentlich aus der Eigenart, die jeder an sich hat, wie er mit dem Material umgeht, wie er zeichnet, was er für Ideen hat. Das Besondere, ja, meine bevorzugten Techniken sind diese mosaikhaften Gestaltungen, weniger so das Malerische, mehr das Grafische, was dann auch im Bleinetz dann wieder zu finden ist. Inspiration kommt viel von der Natur. Eigentlich braucht man nur nach draußen gehen und sieht da so viele Dinge, hört so viele Sachen, dass das eigentlich schon genug Inspiration ist. Man macht es gern, ja. Also wenn man jetzt sich getrieben fühlte, ich glaube, da würde das nicht funktionieren, wenn man jetzt unter Zwang irgendwas macht. Es ist schon immer so ein bisschen bei den Auftragsarbeiten so, dass man da natürlich unterschiedliche Interessen berücksichtigen muss. Aber ansonsten muss es eigentlich immer von einem selber kommen. Ja, der Trieb, der muss von einem selber kommen. Also ich lebe gern hier und vor allen Dingen hier auch im Saalkreis. Das betrifft jetzt nicht nur diesen Ort, das betrifft auch vor allen Dingen das Saaletal mit seinen Kleinstädten wie Le Bihun, Wettin, wo man da gern verweilt und zeichnen kann. Ja, das könnte auch ein anderer Ort sein, natürlich, aber die Heimat, wo man ist, die prägt einen dann auch schon, ja. Es ist also, wie gesagt, jetzt schon zur Heimat geworden. An dem Erhalt dieser Bauwerke hier in der Region mitzuwirken, das wäre also mein Ziel, mein Wunsch. Ja. Also mein Name ist Else Kober. Ich wohne seit etwa 13 Jahren hier im unteren Saaletal in Lieskau und fühle mich hier sehr gut zu Hause. Es ist wirklich für uns eine Heimat geworden. Wir kommen erst aus Halle und wir finden das in der Natur so sehr schön. Und wir haben hier eine Wohnung, in der wir auch arbeiten können, in der wir ein Atelier haben. Ja. Und da kann man schön was schaffen. Also momentan sind wir vom Urlaub zurückgekommen und sind dabei, so ein paar Urlaubsbilder aufzuarbeiten und das nochmal so nachzuempfinden. Und ansonsten beruflich machen wir
für Museen, arbeiten wir für Museen und das kommt sporadisch. Also momentan ist das Frankenhausen fürs Regionalmuseum und Chemiemuseum in Merseburg. Und das kommt dann immer mal, wenn die Aufträge halt dort soweit sind. Ich weiß nicht, ob man unsere Arbeit als Kunst bezeichnen kann. Es ist eine künstlerische Tätigkeit, will ich mal sagen. Also man beschäftigt sich ja mit gestalterischen Dingen und das soll immer so sein, dass es dem Betrachter gut zu erkennen ist und zu verstehen ist, so klar wie möglich die Sache zu gestalten und so interessant wie möglich. So würde ich das mal bezeichnen. Mein Mann und ich, wir sind ja beide Grafikdesigner. Das ist unser eigentlicher Beruf. Und das Zeichnerische und Malerische, das machen wir so in unserer Freizeit. Ja, wir arbeiten ja für Aufträge und die werden ja immer bezahlt. Und von denen müssen wir uns natürlich trennen, aber unsere kleinen Malereien, und da trennen wir uns nicht davon. Das höchstens, dass man es mal verschenkt und das mal vielleicht auch auf eine Ausstellung ist, aber ansonsten trennen wir uns schwer. Also in der Malerei ist es die Landschaft. Und in der Fotografie interessieren mich Menschen und Landschaft. Manchmal auch besondere Lichtverhältnisse auf Pflanzen oder auf Gegenständen. Also das interessiert mich auch. Die Inspirationen, die kommen, die sind da. Also wenn man jetzt einen Auftrag hat, dann ist es wirklich so, dass man... Also mir ging es immer so, dass ich gleich wusste ungefähr, in welche Richtung ich gehen muss. Das kann ich nicht sagen, wo es herkommt, das ist eben dann da. Ich finde es ja sehr schön und durch unsere Arbeit für Museen sind wir sehr so mit der Natur verbunden. Da haben wir viel Einblicke in Geologie und in Pflanzen und Tierwelt und das muss man ja immer gestalten und da lernt man sehr viel. Und das finden wir hier alles wieder. Wir finden es einfach schön hier. Vielleicht sollte man noch viel mehr in die Natur hier zeichnen und malen gehen. Ich hoffe, dass das in nächster Zeit mehr wird, wenn die Aufträge nicht so da sind, dann, dass man das noch mehr nutzt. Ich bin Ronald Kobe. Ich arbeite mit meiner Frau als Grafikdesigner in Lieskau. Kunst, das ist so ein wunderbarer Name. Wir sprechen ja von künstlerischer Tätigkeit. Und wenn wir was machen, dann setzen wir schon große Ansprüche an uns und versuchen auch eine wunderbare Gestaltung zu machen mit viel Idee, spritzig. Und das ist das Besondere dran. Eigentlich würde ich mich von jeder Arbeit schweren Herzens trennen, aber als Gebrauchsgrafiker haben wir das große Glück. Wir arbeiten etwas, das wird vervielfältigt, manchmal 100 oder 1000 Auflage. Und da bleibt ja immer etwas für uns zurück. Da haben wir dann doch schon großes Glück. Von den privaten Sachen ungern, weil es noch ein bisschen zu wenig ist, aber das kommt noch. Aber ich glaube, trennen möchte ich mich fast von keiner Arbeit. Aber das wird höchstwahrscheinlich jedem Künstler so gehen. Da bleibt uns in der jetzigen Zeit nichts anderes übrig, als mit dem Computer zu arbeiten. Aber ich verrate Ihnen vielleicht jetzt ein Geheimnis, was ich mache. Das sieht nicht nach Computer aus, das sieht immer wie von der Hand gezeichnet aus. Bemühe ich mich wenigstens darum, weil mit dem Computer kann ja jeder arbeiten. Aber wenn ich was damit mache, das ist was anderes. Das sieht man schon an den Arbeiten, dass das was von mir ist. Und Kollegen sehen dann immer, wenn zum Beispiel ein Wettbewerb ist, ich kann mich ja kaum verheimlichen, ich kann gar nicht anonym arbeiten, dann wissen die schon, ach, das ist vom Kobe. Also ich bin so ein humorvoller Mensch und sehe immer so Satire und das interessiert mich.
Und deshalb spricht das in meiner Arbeit immer mit. Also humorvolle Sachen, das ist meins. Ja, die Inspiration, also die kommt. Da kann ich eigentlich keine Auskunft drüber geben. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Wo man zu Hause ist, da ist die Heimat und da ist es interessant. Und ich gehe dann auch öfters mal durch die Landschaft mit dem Zeichenstift und zeichne die Prachwitzer Fähre oder was weiß ich, die Saale. Und die Prachwitzer Fähre, die gibt es nur einmal. Deswegen ist es nicht austauschbar. Ich habe hier ein Buch gestaltet und das handelt über die ganze Begebenheit, wahrheitsgetreu berichtet und illustriert von mir. Und zwar den Fall Rose und Rosal. Hier, gleich in der Nähe, gibt es einen Gedenkstein und dort wird hingewiesen auf diese tragische Geschichte, die damals basiert ist. Und ich habe gedacht, das muss man einfach mal in einem Buch fassen. Und solche Sachen, das ist Verbundenheit mit dem Saalkreis und mit unserer Heimat. Das ist mal vielleicht ganz interessant. Sie können vielleicht da mal auch mal reingucken. Ich habe sogar kleine Gedichte dazu gemacht. Kommst du als braver Wandersmann vom Norden her in Liesgau an? Also ich. Dann hast du mit ein wenig Glück seitlich einen Stein im Blick. Das ist jener Stein, von dem ich gesprochen habe. Da wird die ganze Geschichte dann vorgetragen. Und das ist so ein Beispiel, wie man sich mit seiner Heimat und speziell mit unserer Saalkreis verbunden fühlt.